Guten Morgen. Ja, wir haben hier mit einem schönen Frühstück gestartet. Ich habe hier auch noch Ovomaltine, Orangensaft. Mein Tee steht noch in der Küche und kühlt noch ein bisschen ab. Der Elias hat hier auch heute mal einen Früchtetee. Der hat die letzten Tage nämlich tatsächlich nur noch Wasser getrunken. Und hier auch sein Frühstück. Schmeckt's, mein Schatz? Lecker, lecker, gell? Ja, wir frühstücken jetzt mal eine Runde und dann starten wir in den Tag. So, ich werde jetzt mal meine Portemonnaies umräumen. Ich habe mir nämlich ein neues bestellt. Das habe ich euch noch gar nicht gezeigt. Ich kann es gerade mal zeigen. Das ist das gleiche Muster wie von meiner kleinen Tasche, die ich schon habe. Und die passenden Schuhe habe ich ja auch. Ich wollte unbedingt ein kleineres Portemonnaie haben. Na, das ist schon vor ein paar Tagen angekommen, aber ich kam noch nicht dazu. Und zwar eins, ja, ihr seht schon, was ein bisschen kleiner ist, weil ich sehr oft ja kleine Taschen trage, damit ich das ja besser benutzen kann. Und so sieht es aus. Ich finde das richtig, richtig schön. Hat auch genug Stauraum, Staufächer. Hier für Kleingeld, dann hier für Karten. Man kann es umklappen, dann hat man noch mehr Karten, also noch mehr für noch mehr Kartenplatz. Dann hier oben für Scheine. Also. Ja, ich mag es sehr, sehr gerne. Und das hier ist ja mein altes. Da wurde ich schon sehr oft nachgefragt. Das ist von Valentino und das habe ich damals aus dem Karstadt gekauft. Gibt es aber auch bei Kaufhof zu kaufen. Genau, das werde ich jetzt mal umändern hier in dieses kleinere. Das ist einfach besser für mich, weil ja, bei den ganzen kleineren Taschen, Umhängetaschen ist das einfach ein bisschen praktischer. Ja, Elias, hilfst du mir? Hilfst du der Mami jetzt, gell? Du, mein kleiner süßer Schatz. Ja, jetzt willst du wieder in die Kamera reingucken, gell? Nein, nein. So, ich mache das jetzt mal und ja, wollte ich euch nur gezeigt haben. Wenn der interessiert, kann ich ihn euch gerne mal in die Infobox verlinken. Den habe ich nämlich bei Amazon bestellt. Hallo ihr Lieben, ich melde mich. Oh Gott, ich melde mich momentan total wenig. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Liegt, glaube ich, aber hauptsächlich daran, dass mein Freund gerade Elternzeit hat und ja, wir eigentlich so. Ja, einfach nur die Zeit irgendwie zusammen genießen. Ja, deswegen, sorry Leute, dass ich mich momentan wirklich so, so, so wenig melde. Mal gucken, wird sich bestimmt auch wieder ändern. Ich habe auch so ein paar Sachen, die ich euch noch zeigen wollte, aber ich denke, das werde ich die Tage machen. Ich habe zum Beispiel ein wunderschönes Kleid zugeschickt bekommen. Das möchte ich unbedingt zeigen. Ich feiere das total. Ja, mein Freund und Bibilia sind jetzt seit 2,5 Stunden ungefähr unterwegs. Wir waren ja eigentlich den ganzen Tag zu Hause gewesen. Ich hatte hier noch, das hatte ich euch alles gar nicht gezeigt, seht ihr? Ich hatte hier gekocht. Dann waren wir waren viel im Garten gewesen. Ich habe Lias seine Muschel da wieder aufgemacht. Und in der einen Seite ist ja sein Sand drin und auf der anderen Seite habe ich Bälle reingemacht. Man kann ja auch Wasser und was ist was reinmachen, aber das ist ja noch viel zu kalt. Wobei, wir hatten heute 20 Grad. Das war einfach so wunderschönes Wetter. Ich habe es extrem gefeiert. Also es war richtig, richtig genial. Und da habe ich ihm einfach was von seinem Bällebad da reingemacht und das hat er total gefeiert. Also er fand es mega, mega, mega. Das werde ich jetzt, glaube ich, die nächsten Tage öfter machen, ihn da reinzusetzen. Oh, Genattacke. Ja, ich hatte über den Tag hinweg mega die Kopfschmerzen. Ich weiß auch nicht, seit so 3 Tagen habe ich echt eklige Kopfschmerzen und heute auch wieder so. Und ich hatte so Unterleibsschmerzen bekommen, dass ich nicht raus wollte. Ich war so, nee. Und dann hat mein Freund gesagt, komm. Also wir waren zwar hier im Garten draußen, dann hat er aber gesagt, komm, er geht nochmal mit den Lias ein bisschen raus, spazieren. Ich glaube, die wollten sogar in die Stadt, sich mit dem Bruder treffen und so. Also wie gesagt, die sind seit 2,5 Stunden, gute 2,5 Stunden unterwegs. Zwischenzeitlich war jetzt meine Schwester noch hier gewesen. Wir hatten beide, oder sie hatte ihre Haare zu Hause gewaschen, ist dann hergekommen und ich hatte meine Haare, waren auch noch nass gewesen, als sie gekommen ist. Und wir haben uns dann beide erstmal die Haare geföhnt, geglättet mit dem Dyson und waren beide irgendwie in 10 Minuten fertig. Also es ist einfach nur sensationell. Ja, ich wollte eigentlich auch Videos drehen, aber irgendwie ist mir, heute ist nicht mein Tag. Also heute ist wirklich so mit Kopf- und Bauchschmerzen und I don't know. Ich weiß auch nicht. Deswegen habe ich heute 2 Videos geschnitten. Also eins davon ist heute Morgen schon um 10 Uhr online gegangen und das andere wird jetzt demnächst online gehen. Wir haben jetzt mittlerweile schon 7:30. Genau, ihr hört bestimmt auch den PC. Der arbeitet gerade, speichert gerade ab. Ja, und
Ich habe mir jetzt gerade mal gegönnt und bin gerade dabei, das zweite YouTube-Video anzuschauen. Ja, ich gucke gerade YouTube-Videos, habe ich auch schon ewig nicht mehr gemacht, gefühlt. Nebenbei läuft der Fernseher. Ja, ich habe so eine richtige Chiller-Me-Time gerade, weil das kann ich alles mit dem Lias gar nicht mehr machen. Also seit der Lias wirklich auch noch auf die Couch hoch kann, ich weiß auch nicht. Der geht die ganze Zeit auf die Couch hoch. Früher war es so gewesen, oder vor ein paar Wochen noch. Der saß zum Beispiel und hat sich mit seinen Spielzeugen beschäftigt, alles rausgeräumt und reingeräumt und gemacht und getan und ist mal ins Schlafzimmer gekrabbelt und wieder zurück. Und der macht halt sehr gerne sein Ding. Und in der Zeit konnte ich immer sehr gut am PC mal schnell ein paar E-Mails lesen oder beantworten oder teilweise ein Video schneiden. Aber jetzt, sobald er sieht, dass ich am PC sitze, auf der Couch sitze und am PC sitze, kommt er sofort angelaufen, angekrabbelt, geht die Couch hoch und klopft auf meiner Tastatur rum. Also ich weiß auch nicht, wie das sein wird, wenn mein Freund wieder arbeitet. Dann werde ich definitiv, also ich kann eigentlich momentan eigentlich fast nur noch arbeiten, wenn der Lias seine Mittagsschläfchen macht oder dann halt abends im Bett liegt. Also es geht eigentlich gar nicht anders mehr. Also bis jetzt kriege ich es noch ganz gut hin, dass ich halt früh morgens das mache oder wenn er dann halt mittags oder die ersten Schlafstunden morgens hat, kriege ich es noch ganz gut hin, aber es ist echt, wird immer ein bisschen schwieriger. Gucken, wie das in Zukunft sein wird. Vor allen Dingen, wenn man dann auch irgendwann mal noch ein zweites oder ein drittes Kind hat. Ja, wird wahrscheinlich alles auf den Abend gelegt. Aber, naja, gut. Andere YouTube-Mamas kriegen das ja auch hin. Irgendwas wollte ich euch noch erzählen. Ich weiß gerade nicht mehr was. Ach so. Update wegen Lias Laufen. Er läuft nicht. Es wurde jetzt nämlich schon ein paar Mal auf Instagram gefragt. Er läuft tatsächlich noch nicht. Wir lassen ihn immer mal wieder. Also das kommt von alleine, macht er gerade nichts. Er läuft sehr, sehr gut überall lang. Also der hält sich fest und läuft überall lang. Und manchmal hält er sich auch nicht so richtig fest und steht dann mal kurz. Aber dass er so selber losläuft, nee. Also wenn ich ihn mal so hinstelle in der Mitte, also ein paar Schritte von der Couch weg, der läuft auch alleine zur Couch. Das macht er alles. Aber es ist jetzt noch nicht vorgekommen, dass er alleine aufgestanden ist und losgelaufen ist. Hat er noch nicht gemacht. Ja. We will see, wann das passiert, aber theoretisch könnte er laufen. Also man merkt es einfach. Der ist dazu. Also wenn er überall immer langläuft oder sich auch mal kurz loslässt und dann auch selber steht, ohne dass er sich wo festhält und so, das funktioniert ja alles eigentlich ganz, ganz gut. Oder wie gesagt, wenn ich ein paar Schritte von der Couch wegmache, dann läuft er auch zur Couch. Aber irgendwie traut er sich das anscheinend selber noch nicht. Also das mal als Update. Ich glaube, das habe ich nämlich die letzten Tage gar nicht erzählt, seitdem ich erzählt habe, dass er jetzt mal gelaufen ist, ein paar Schritte alleine. Voll die Genattacken. Ich muss noch wach bleiben. Heute ist das Bachelor-Finale. Ich weiß, die meisten schauen das wahrscheinlich überhaupt gar nicht. Ich feiere sowas voll. Also ich liebe das Bachelor oder Germany's Next Topmodel oder sowas. Ich gucke sowas unheimlich gerne. Ja, ich gehöre zu dieser Fraktion. Es gibt viele, die auch. Wenn ich Insta-Story immer zeige, dass ich das gerade schaue und wenn ich dann so eine Umfrage mal mache, wer das nicht, ob ihr das schaut oder nicht, da klicken wirklich 60, 70% immer nein, sie schauen das nicht an. Ich mag so Trash-TV, so. Keine Ahnung. Gucke ich ganz, ganz gerne. Beziehungsweise so Shows, die nicht geschauspielert sind, sondern schon irgendwie real sind. Also diese ganzen Shows, die. Dieser Trash-TV, der so über den Tag hinweg läuft, irgendwelche Sendungen, wo alles geschauspielert ist und bla bla. Ich hasse das. Ich habe da immer das Gefühl, wenn ich das mir anschaue, dann verblöde ich. Also die schaue ich tatsächlich überhaupt gar nicht an. Okay. Mein Video ist jetzt gerade abgespeichert. Ich werde das jetzt mal hochladen. Ich habe übrigens übertrieben viele Nachrichten bekommen, wirklich, weil es momentan beim Lidl Holzspielzeug gibt von Mickey Mouse oder generell einfach so Disney-Sachen.
Ich habe das natürlich auch mitbekommen, aber das ist so süß. Immer wenn es irgendwo was von Disney gibt, auch letztens gab es was bei Ernstings Family. Ich kriege dann immer direkt so viele Nachrichten von euch. Das ist so süß. Das ist so süß, wirklich. Und ich bin tatsächlich noch nicht dazu gekommen, zum Lidl zu fahren. Deswegen mache ich, glaube ich, ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher, ob ich es abschicke. Ich habe gerade so eine große Lidl-Bestellung hier. Wir müssen nämlich. Ich muss jetzt generell mal schauen, weil der Sohn von Lias, sein Patenonkel, also der beste Freund von meinem Freund, sein Sohn hat jetzt, ich glaube, in so 2, 3 Wochen, 2 Wochen Geburtstag und er wird 2 Jahre alt und da brauchen wir ein cooles Geschenk und meine Schwester hat in 11 Tagen Geburtstag und der Bruder von meinem Freund hat am gleichen Tag. Fun Fact, wie meine Schwester Geburtstag. ja, deswegen, ich stöbere gerade so ein kleines bisschen das Internet und suche nach gescheiten Geschenken. Deswegen unterbreche ich auch ständig meine YouTube-Videos. Ich hatte ein YouTube-Video jetzt, glaube ich, seit die weggegangen sind, vor 2,5 Stunden habe ich das aufgerufen und habe es jetzt gerade eben, bevor ich angefangen habe mit euch zu quatschen, gerade erst fertig geschaut. Super. Ja, ich wollte mich eigentlich einfach nur mal ganz kurz melden und irgendwie entschuldigen, in Anführungszeichen, dass ich mich momentan so wenig melde und dass die Vlogs momentan so uninteressant sind. Keine Ahnung. Ich habe sowieso das Gefühl, das hört sich jetzt bescheuert an, aber also bei mir geht es auch immer so, umso normaler und simpler die Vlogs sind, umso toller finden es die meisten. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, ich bin im Urlaub für eine Woche und stelle dann täglich Vlogs online vom Urlaub, dann werden die tatsächlich schlechter geklickt als die ganz normalen Daily-Vlogs von zu Hause aus. Das ist total witzig. Und ich sehe das bei mir selber auch, wenn ich Leute verfolge und die sind jetzt gerade, wenn ich weiß, die sind 2 Wochen im Urlaub, dann interessiert es mich nicht so sehr, wie die ihren Urlaub verbringen oder was sie da machen oder was sie da shoppen oder keine Ahnung was. Vielleicht im Nachhinein, wenn so ein Haul oder sowas kommt. Mich interessiert eher so dieser Alltag. Was machen die Leute im Alltag? Wie machen die ihr Haushalt? Was unternehmen die? Ob es Putzroutinen sind oder Ausmistroutinen oder aufgebraucht Sachen oder was frühstücken die Leute oder essen oder weiß der Geier was. Also so diese ganz normalen Alltagssachen. Finde ich immer total interessant und die werden tatsächlich komischerweise auch am meisten geklickt, besser geklickt, als wenn jetzt irgendwie was passiert. Wenn man jetzt sagt, hey, ich mache jetzt gerade, wie gesagt, zum Beispiel aus irgendeinem Urlaub irgendwelche Vlogs. Ganz, ganz komisch. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob euch das auch so geht oder ob ihr Vlogs toller findet, wo immer irgendwas passiert und immer irgendwie, keine Ahnung was, wo ihr euch schon denkt, so. Hä, was hat die denn für ein Leben? Heute geht sie auf die Achterbahn, morgen geht sie shoppen, übermorgen ist sie in einem Beauty-Salon und dann nächsten Tag ist sie im Schwimmbad und übernächsten Tag, wisst ihr, Schweine, einfach so dieses Abwechslung, jeden Tag Action, jeden Tag irgendwie was machen, unternehmen und bla 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 und keine Ahnung was. Das könnt ihr mir mal gerne sagen, ob ihr sowas interessanter findet oder einfach dieses, der ganz normale Alltag, so wie er auch in Real Life ist, ohne dass man irgendwie jeden Tag was unternimmt, nur damit man irgendwas zu filmen hat. Ja, das könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr da interessanter findet. Ja, jetzt höre ich mal auf zu labern und würde sagen, ihr Lieben, ich melde mich einfach morgen wieder bei euch. Genau. Ich glaube, morgen, ich weiß jetzt gar nicht, steht glaube ich noch gar nicht hundertprozentig fest, was wir machen, aber ich melde mich einfach morgen wieder bei euch, ihr Lieben. Also macht's gut, ciao, ciao. Ile traži spas u čaši, pogledaj me pa mi kaži da me ne voliš. Zaboravi, a ti si život moj. Naše ljubavi. Hallihallo, ihr Lieben! Ja, willkommen zu einem neuen. Ich weiß nicht, ob es ein neuer Vlog ist, aber es ist auf jeden Fall ein neuer Tag. Wir haben gerade unsere ganze Arbeit beendet, was alles so anstand für heute. Und wir werden uns jetzt fertig machen und werden in ein Zentrum fahren, denn heute Nachmittag soll es ein bisschen regnen. Deswegen gehen wir in ein Zentrum. Und ja, wir haben gerade schon Mittag gegessen, ist alles fertig und jetzt machen wir uns mal langsam los. Wir möchten nämlich Geschenke besorgen.
Unter anderem für den Sohn von Lias, sein Patenonkel, also von meinem Freund, der beste Freund. Der Sohn wird 2 Jahre alt. Meine Schwester hat Geburtstag, der Bruder von meinem Freund hat Geburtstag. Genau, und es findet alles so die nächsten 2 Wochen ungefähr statt. Und deswegen gehen wir mal ziehen ein bisschen los. Ich suche auch so 2, 3 Sachen, wo ich jetzt im Internet schon ein bisschen geschaut habe, aber nicht wirklich was für mich so entdeckt habe. Deswegen möchte ich unbedingt mal schauen. Und ja, ich würde sagen, ich nehme euch einfach so gut es geht ein kleines bisschen mit. Ja, schon da. So, wir haben es auch endlich mal rausgeschafft. Warte. Jetzt. Ach so. Schatz. Das war kein Teamwork. Aber ich bin fertig. So, wir haben es auch endlich mal rausgeschafft und sind jetzt on the road. Oh, es ist sehr schöner Sonnenschein. Ich bin echt gespannt, ob das stimmt, dass es später regnet. Übrigens heute mal wieder endlich richtige schöne Sneakers an, Lederhose, Oberteil und der ganze Schmuck, wie immer, von Rheinpunkt. So, wir sind jetzt bei Toys R Us gelandet und versuchen jetzt ein schönes Spielzeug zu finden. Oh mein Gott, und es gibt einfach viel zu viel Auswahl. Es ist so groß hier. Ja, mal schauen, was wir hier Schönes ergattern können. So, weiter geht's. Wir sind hier bei Galeria Kaufhof und die schließen hier, warum auch immer. Und wie ihr sehen könnt, total Ausverkauf und soll richtig günstig hier alles reduziert sein. Deswegen würde ich sagen, wir schauen mal eine Runde rein, was man hier so Schönes finden kann. Next Step TK Maxx und nebendran dann auch noch Primark. Oh, ist schön leer, Gott sei Dank. Mal gucken, was es hier Schönes gibt. Oh Gott, ich liebe TK Maxx, hier könnte ich echt stundenlang verbringen, vor allem hier in dieser wunderschönen Dekoabteilung. Hallihallo ihr Lieben, ich melde mich kurz bei euch, wollte euch nämlich die Sachen zeigen, die wir gekauft haben. Oh mein Gott, ich hatte den Heißhunger alle Miami meines Lebens. Ich habe eiskalt da hinten gerade eine Pizza verdrückt, also noch nicht komplett leer, aber ich weiß auch nicht, wir waren unterwegs und habe ich meinen Freund gefragt, ob wir noch was zu essen machen wollen und er meinte, nö, er hat keinen Hunger und irgendwie habe ich seit ein paar Tagen, ja, Killias, so einen Heißhunger habe ich plötzlich auf Pizza bekommen. Wir machen ja eigentlich immer Pizza, Achtung Miami, wir machen eigentlich Pizza ja immer alleine die letzte Zeit, aber ich hatte so richtig Lust auf eine italienische Steinofenpizza mit Peperoniwurst. Peperoniwurst habe ich das letzte Mal gegessen, das ist schon 2 Jahre her, also das ist so richtig lange her schon. Habe ich schon sehr lange nicht mehr gegessen, ich hatte so einen Heißhunger drauf und dann habe ich mir einfach mal bei unserem Lieblingsitaliener bestellt, sind wir da auf dem Rückweg vorbeigefahren. Ja, Miami. Achtung, geh mal zur Seite. Gell, du Schmusi, denkst dir auch, ihr wart den ganzen Tag nicht da. Oh, momentan, ich habe auch so schlechtes Gewissen, wenn wir mal mehrere Stunden weg sind. Ja, weil die Miami war es ja immer gewöhnt, dann halt nicht alleine zu sein. Die war ja immer mit dem Jason gewesen und jetzt ist sie halt immer alleine und ich habe so voll schlechtes Gewissen. Mein Freund hat schon den Vorschlag gemacht, noch eine Katze zu kaufen, aber ich weiß nicht, ob das so cool wäre. Die Miami ist so ein bisschen, bist du ein bisschen eigen, was das angeht, gelle? Ich weiß nicht, ob sie da so Bock drauf hätte. I don't know. Was machst du da? Mein Freund ist nämlich gerade nochmal zum Auto und holt die Tasche vom Lias, weil wir haben seine Essenstasche im Auto vergessen. Also da, wo sein Trinken und so drin ist. Und deswegen holt er die gerade mal, weil der Lias hat jetzt gerade seinen Abendbrei bekommen. Alles aufgegessen. Jetzt holt er gerade mal das Trinken und dann wird der Lias auch demnächst hingelegt. Wir haben jetzt 7:15. Ich hole den gerade mal aus seinem Hochstuhl raus. Du möchtest da nicht mehr drinnen sitzen, gell? Und dann zeige ich euch gleich mal, was wir gekauft haben. Wir haben gekauft. Bei TK Maxx sind 2 Sachen mitgekommen. Einmal ein T-Shirt in Grau von Calvin Klein. Ne? So. Also wirklich so ein stinknormales, schlichtes. T-Shirt fand ich aber mega und das war von 53 Euro auf 20 Euro, also 19,95 und ich mag so schlichte T-Shirts extrem gerne. Deswegen musste das mit und bei dem Preis kann man glaube ich auch nichts sagen. Und dann haben wir für den Lias für den Sommer schon solche offenen Sandalen geholt. Die sind extrem weich, richtig, richtig schön. Die sind von Ralph Lauren von Polo. So sehen die aus. Die kann man hier eben mit so einem Klettverschluss aufmachen und wirklich, dann, das finde ich halt richtig gut, weil der Lias hat einen relativ dicken Fuß, also einen Fußspann und da kann man das hier wirklich dann einstellen und hier hat es auch nochmal mit so einem Klettverschluss und theoretisch sind sie auch wasserfest, also das Material scheint wasserfest zu sein, die kann man auch gut biegen, aber nicht zu sehr, es hat schon so eine Sohle, die auch
Die kann man zwar biegen, aber ist nicht super, super weich, dass man sagen könnte, okay, damit kann man nicht rumlaufen. Also gerade wirklich so im Sommer, vielleicht auch im Strandurlaub. Und die Sohle ist auch richtig, richtig klasse, dass man die schön biegen kann. Ja, ich fand die irgendwie total süß. Die waren relativ teuer. Ich weiß gar nicht. Also wir haben jetzt, ich glaube, 25 Euro gezahlt. Ich weiß es jetzt nicht hundertprozentig. Ich glaube, 25 Euro haben wir gezahlt oder 30. Keine Ahnung, aber die waren davor extrem, extrem teuer. Es war echt ein Schnäppchen gewesen, deswegen sind auch die mitgekommen. Und die restlichen Sachen sind hier tatsächlich alle vom Primark. Es sind nicht allzu viele Sachen mitgekommen, deswegen gehe ich da mal ganz schnell durch. Also als allererstes haben wir so ein Set mitgenommen für den Lias. Da ist einmal von Mickey Mouse richtig süß in so einem Gelb, sowas haben wir nämlich noch nicht, ein Lätzchen. Dann hier so ein Body, Langarm-Body. Das ist jetzt auch alles schon in der, also das hier ist jetzt 86, aber die anderen Sachen habe ich sogar schon in der 92 mitgenommen. Also diesen Body, den finde ich auch mega schön mit einer Hose drauf. Kann man das auch so als T-Shirt halt eben tragen, nicht nur für unten drunter. Und dann ist auch noch diese Hose mit dabei, die ich auch extrem feiere. Die ist richtig schön, die ist nicht zu dick, weil wir haben momentan relativ viele dicke Sachen noch und die ist wirklich richtig, richtig schön. Und dieses Set hat gekostet, das war auch voll günstig, 10 Euro. Diese drei Teile, 10 Euro, voll das Schnäppchen. Dann haben wir ein Zweier-Set Hosen mitgenommen für den Urlaub in der Größe 92. Die haben 7 Euro gekostet, auch voll das Schnäppchen. Einmal in so einem Beige-Ton und dann auch in so einem blauen Ton. Und die gab es auch in einem Dunkelblau, Gelb, mit Streifen, alles mögliche. Aber die fand ich richtig schön. Und was ich richtig genial finde, es gab noch mehr solcher Hosen. Die waren aber ziemlich so, so fest, wisst ihr, wie ich meine? Und die sind so richtig schön. Also die sind richtig dünn. Die also wirklich sollen für den richtigen Sommer sein oder auch für den Sommerurlaub dann. Dann habe ich mich total in dieses T-Shirt verliebt. Ich finde das so süß. Den Palmen, richtig goldig, auch in der 92 für 3,50 Euro. Hat hier noch so ein Täschchen, richtig süß. Also gerade so einer von diesen zwei Hosen vielleicht, schaut mal, sieht doch klasse aus. Mag ich sehr, sehr gerne. Und dann haben wir noch ein Dreier-Set mitgenommen von T-Shirts. Die kaufe ich auch sehr, sehr gerne immer beim Primark, so Dreier-Sets. Da ist einmal hier von Mickey Mouse. Dann hier nochmal ein paar Disney-Figuren. Mickey Mouse und seine Kumpels, sage ich immer. Und hier nochmal so ein paar kleinere bedruckte Köpfe. Ja, mag ich auch. Also diese Dreier-Sets habe ich jetzt schon sehr, sehr oft gekauft. Und das hat 11 Euro gekostet, dieses Dreier-Set. So, dann haben wir hier einmal deinen Charlias. Und dann habe ich für mich tatsächlich nur zwei Sachen mitgenommen, die ich irgendwie total schön fand. Einmal... Moment... Ich muss es mal so hinhalten, dass ihr es gut sehen könnt, weil es ist durchsichtig. Es ist theoretisch hier in der Mitte dann offen. Man kann es halt zusammenschnüren. Auf jeden Fall, wenn man irgendwie, keine Ahnung, einen Tanktop oder sowas drunter anhat, vielleicht mit einer kurzen Shorts, weil unten sieht es dann so aus. Also hier vorne ist es kurz und flatterig und hinten ist es dann ein bisschen länger. Ich komme gar nicht dazu, euch das komplett zu zeigen. So, dass ihr euch das unten vorstellen könnt, wie das aussieht. Also ich finde es richtig schön, wenn man halt im Sommer eine kurze Shorts vielleicht da drunter anhat oder hier oben dann halt noch so einen Spitzentop oder sowas. Glaube ich, sieht das richtig genial aus. Ich weiß auch nicht, ich habe mich extrem darin verliebt. Das war auch echt teuer gewesen, 16 Euro. Teuer für Primark-Verhältnisse. Und das letzte Teil, hast du geholt? Ja. Ich dachte gerade, weil du ohne alles zurückgekommen bist. Und das letzte Teil, Moment, ich muss es gerade mal noch schnüren. Beziehungsweise Knoten. Warum ist mein Handy auf dem Boden? Das war doch gerade noch auf der Couch. und zwar diese Bluse habe ich mitgenommen. Die war auch richtig teuer. 17 Euro, voll übertrieben. Aber ich fand die so schön. So sieht die aus. Die ist auch, wie ihr sehen könnt, so ein bisschen durchsichtiger. Also es ist ein sehr leichter, angenehmer Stoff. Nicht sowas, weil wenn man die so sieht, würde man denken, es ist was Schweres. Weil die ist sehr leicht und angenehm. Ich denke, ein leichtes Top darunter müsste schon noch funktionieren. Und ich fand das so schön, weil die ist hier vorne so geschnürt. Ja, Lias, die ist vorne geschnürt und hinten dann eben ein bisschen länger, also dass man, wenn man das anhat, dass man ja das hinten ein bisschen länger hat, vorne halt diese Schnürung rein, ansonsten mit Knöpfen. Ist jetzt totale Geschmackssache, aber ich finde, die sieht auch so, ich weiß nicht, sieht schon so hochwertiger aus, sieht aus wie so eine Designerbluse oder so, keine Ahnung. Mochte ich auf jeden Fall ganz, ganz gerne, muss ich natürlich angezogen sehen, genau. Das war's schon gewesen. Ach, hier haben wir noch dein
Telefon. Ja, guck mal, dein Handy. Nimm mal dein Handy, nicht Mamas Handy. Hm? Naja, ich würde sagen, ihr Lieben, ich verabschiede mich jetzt mal bei euch. No, Lias, du machst mein Handy noch kaputt. Meins, meins. Sodele. Genau, aber ich setze mich jetzt noch mal ein bisschen an die Arbeit ran. Der Lias wird sowieso gleich ins Bett gehen. Und dann hören und sehen wir uns, glaube ich, im nächsten Vlog wieder, weil jetzt insgesamt habe ich auf jeden Fall genug gedreht. Und dann, genau, für mich, wir sehen uns morgen wieder und für euch im nächsten Vlog dann theoretisch auch morgen, weil es kommen ja jeden Tag Vlogs online. Oh mein Gott. Ihr Lieben, macht's gut. Ich hoffe, der Vlog hat euch gefallen und bis morgen.